Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Nein, wiederum, Part 2. Ach, ich sage es immer falsch, verdammte... Egal, vergesst es. Lasst uns weitermachen. Das war eh die beste Begrüßung. Na egal, wer es noch nicht gesehen hat, im letzten Part haben wir dieses wunderschöne Stück hier gebaut. Wer das gerne sehen möchte, schaut am besten jetzt mal unten in die Videobeschreibung. Da ist der letzte Part verlinkt und ja, ich denke, dann kommen wir beide ganz gut zusammen, oder? So, aber... Lasst uns nicht lange reden, sondern lasst uns gleich fortfahren. Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Und zwar nehmen wir uns gleich unsere Quarzblöcke. Fangen hier mal einen Block dahinter. Wir packen zwei Blöcke dahinter. Wir packen drei Blöcke dahinter. So, warte jetzt mal da. Jetzt packen wir noch vier Blöcke dahinter. Wir packen fünf Blöcke dahinter. Wir packen sechs Blöcke dahinter. Und wir packen noch den siebten Block dahinter. So, breiter wird unser Haus nicht. Das ist im Prinzip die gesamte Länge. Das ist die gesamte Höhe. Ich denke, ihr habt so einen guten Überblick bekommen, oder? Ja, ich denke auch. So. Was wir jetzt machen, wir packen hier Holz hin, da Holz hin, da Holz hin, da Holz hin, da Holz hin. Hier kommt Glas hin und da kommt Quarz hin. Jetzt wird das Ganze bis nach oben durchgezogen. Im Prinzip könnten wir es auch nach oben stacken. Wisst ihr was, lasst mich mal kurz unsere World Edit Fähigkeiten benutzen, weil ansonsten dauert der Bums wieder so Ewigkeiten lange. Und das wollen wir ja nicht. Wir gucken einmal nach oben und machen einmal slash slash stack, das S klein geschrieben, 4. Was ich jetzt gemacht habe, ist im Prinzip das Ganze nur noch viermal nach oben drauf gebaut. Was wir nur noch machen müssen, ist, wir müssen das hier weghauen und stattdessen Quarz hinpacken. Dann sieht das Ganze in etwa so aus. Tada, ist doch cool, oder? Ich mag das auch. Hat was. So. Lasst uns fortfahren. Ich fände es cool, wenn man hier die Fenster kippen könnte oder so, aber gibt es natürlich nicht in Minecraft. Da stimmt es natürlich mal wieder nicht so. Lasst uns gleich mal überlegen, hier brauchen wir im Prinzip einen dicken Zugang zum Treppenhaus. Ich würde sagen, den machen wir auch relativ groß, dass das einfach so ein riesen Ding ist. Hier könnte man dann was hinpacken und so. Aber InDesign kommt ja dann, wenn dann später. So, ich muss auch mal gucken, ob mir das hier gefällt, aber ich denke, das wird so in Ordnung sein. Damit müssen wir dann wahrscheinlich leben. Vielleicht tauschen wir hier diesen Block aus. Ich muss mal gerade gucken, wie sieht das Ganze dann aus. Hat das dann ein bisschen mehr? Ja, das sieht ein bisschen cool aus. Und dann können wir im Prinzip auch diesen Block hier austauschen. Und da drüben den Block tauschen wir auch aus. Ja, da kommt auch Holz hin. Aber ansonsten geht das nach oben ganz normal durch, wie es unten war. Ja, es gefällt mir besser. Sieht schöner aus so. Definitiv. So, lasst uns weitermachen. Hier oben müssen wir im Prinzip auch nochmal alles mit Quarz ausfüllen. Deswegen benutze ich da einfach mal kurz World Edit. Machen wir einmal slash slash z Quarz. Sollte relativ schnell gehen. Slash, slash, Z, Quarz. Oh, ich habe es falsch geschrieben, oder? Ja, ich habe es falsch geschrieben. Quarz. Dankeschön. Jetzt haben wir hier oben eine Quarzfläche drauf. Ich denke, es sollte jeder mitbekommen haben, wie das funktioniert hat. Wenn nicht, ach, schämt euch. So, jetzt kommt ein bisschen der tricky Teil, wie wir das Ganze hier hinten schön verbinden. Sollte aber eigentlich auch nicht zu schwierig sein. Wir machen das im Prinzip... lasst mal hier unten weitermachen. Lasst erstmal hier unten weitermachen. Wir machen das hier jetzt bis hierhin, also dass wir da rechts von zwei Holzblöcke noch haben. Da links davon kommt dann dieser Block hin. Ich weiß nicht, wie ich es verschreiben soll. Baut mir einfach nach. Ihr kriegt das schon hin. So, und dann einmal hier unten durchgezogen. Bam, 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 bam. Und dann hier einmal durchgezogen. Und ich würde sagen, hier machen wir dann so ein kleines Fensterchen hin. Das machen wir einmal so und dann so. Mhm, das ist gut. Und dann einmal hier lang. Tada. Sieht gut aus soweit, oder? Ja, ich denke, das hat was. Hier kommt dann ein bisschen nach innen versetzt, kommen dann nochmal zwei Blöcke Holz hin. Die werden bis nach oben durchgezogen. Einmal so und dann hätten wir hier eine wunderschöne Panorama-Aussicht. Das Ganze machen wir, wie weit ziehen wir das durch? Bis, sagen wir, bis hierhin. Bis hierhin klingt eigentlich ganz gut. Also haben wir jetzt insgesamt mit dem Block eingeschlossen eine 8 Blöcke lange Reihe. Könntet ihr mir alle folgen? Ich denke schon. So, dann ziehen wir das Ganze hier oben einmal lang. Einmal so, damit das Ganze auch schön eingerahmt ist, ne? Weil diese Rahmentechnik hatten wir ja jetzt schon lange nicht mehr. Dann kommt hier überall Quarz hin. Weil das sieht ja komisch aus, wenn man da ein Loch im Boden hat. Obwohl, wir können so einen Glasboden machen. Das hätte auch was. Naja, jetzt ist es zu spät. Und dann noch eins weiter, damit das dann hier auch runtergehen kann. Oder machen wir das so runtergehend? Ich finde das gar nicht schlecht, wie wir das gerade haben. Bedeutet, wir machen das hier noch einmal so. Und lassen das dann hier so dran lang wandern. Oh ja, das hat was. Das hat definitiv was. Oh ja, das ist cool. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber es hat was. Vielleicht, wenn wir jetzt hier noch den da drumherum machen. Oh ja, das hat Style. Das hat echt Style. Wirkt das so eingerahmt? Oh, das ist cool. Das gefällt mir. Und dann machen wir das hier.
Ja, wie gestalten wir hier die Fenster? Das muss ich mir noch überlegen. Hier oben kommen wir auf jeden Fall breit Fenster rein. Das ist mir jetzt schon bewusst. Bedeutet, wir machen hier einfach mal ein Glasfenster hin und an die obere rechte Ecke machen wir ein Glasfenster hin, damit ihr alle wisst, was wir hier bauen. Einmal hier oben rechts und jetzt füllen wir im Prinzip dieses ganze Feld hier mit Glaspanes auf. Und damit das nicht so lange dauert, mache ich einmal kurz, was sind die ID davon? Slash, slash, Z, das S kleinschreiben, 102. Dankeschön, wunderbar. Sieht das gut aus soweit? Vollglas finde ich nicht so pralle. Bedeutet, wir machen hier einfach mal so. Machen hier schon mal sowas hin. Oh ja, Vollglas ist echt heftig gewagt. Findet ihr nicht auch? Es hat ab und zu was, aber hier finde ich das jetzt echt ein bisschen zu heftig. Vielleicht machen wir hier einfach. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Also hier, das würde ich gerne mit Glas ausfüllen und dann könnten wir das ja dicht machen und dann könnte hier irgendwie in ein Schlafzimmer reinkommen oder so. Ja, machen wir das so. Machen wir hier einmal kurz Quarz draus, richtig schreiben, Dankeschön. Und packen wir hier Fensterscheiben rein. Konntet ihr mir alle folgen? Ich hoffe doch. Dann sieht das Ganze in etwa so aus. Ja, das gefällt mir definitiv besser. Hat ein bisschen mehr. Und hier unten. Ja, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir hier irgendwie so einen Pool hinmachen würden oder so. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Möglichkeiten. Wir könnten das wie folgt machen, indem wir so machen und es geht natürlich nicht auf. Na prima. Ach, ist das anstrengend. So, warte. Wir könnten das hier noch zwei Blöcke weitermachen. Dann haben wir wieder dasselbe Problem, aber ist mir jetzt auch egal. Oder wir machen das so. So ist natürlich auch in Ordnung. Machen wir das doch so. Hier kommen dann dementsprechend die Holzblöcke unten rein. Einmal Holzblock, Holzblock und dann kommen hier die Glasscheiben dran. Bam, 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 bam. Oder wollen wir die bis nach ganz oben durchziehen? Ich glaube, bis nach ganz oben durch sieht ein bisschen besser aus. Ja, definitiv. Hat ein bisschen mehr. Wenn dann hier eine Decke reinkommt und so, dann sieht das auch relativ passabel aus. Ist die Frage aus, was machen wir die Decke innen drinne? Ich glaube, uns bleibt nicht viel anderes übrig als Quarz. Bedeutet, hier einmal Quarz drüber gepackt und hier alles mit Quarz ausgefüllt, bis wir. Machen wir erstmal bis dahin. Seht ihr diese Ecke? Bis dahin, ne? Und das hier füllen wir dann auch nochmal mit Quarz aus mit unserem schicken Füllbefehl. Ah, einmal auf die richtige Höhe, Dankeschön. Wo ist denn der gute Befehl? Füllquarz, Dankeschön. Haben wir unseren Boden drin, sehr schön. Das sieht relativ passabel aus. Ja, oben mit dem Fenster bin ich noch nicht so ganz einverstanden. Das sieht noch nicht so aus, wie ich mir das erhofft habe, aber unten, das sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich meine, von vorne sieht es einfach nur Bombe aus. Ja. Soweit, so gut. Jetzt schließen wir das hier hinten einmal ab. Bedeutet, wir packen hier eine Wand hin. Einmal hier eine Wand. 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 Wand fürs Erste. Hier oben kann dann noch ein bisschen Dach drauf kommen. Einmal so alles aufgefüllt. Und jetzt müssen wir diesen Bums hier zu Ende bringen. Ich würde sagen, das machen wir relativ einfach. Hier drüben kommt Vollverkleidung mit Glas hin. Nichts Besonderes an der Stelle. Einmal hier lang und dann einmal hier den Außenpfosten nach oben gezogen. Bis einmal ganz nach oben. Hier dann einmal lang. Und hier einmal lang. Alter, dann haben wir so ein richtig geil lichtdurchflutetes Treppenhaus. Das hat was. Das hat definitiv was. Und dann füllen wir diese ganze Fläche, die wir hier gerade eingerahmt haben, füllen wir mit Glaspanes auf. Ich mache das einmal ganz kurz. Einmal hier, einmal hier. Und dann machen wir es einmal slash, slash, Z102. Wunderbar. Sieht das Ganze doch schon relativ passabel aus, oder findet ihr nicht auch? Ich finde, das hat was. Vor allen Dingen, wenn man dann so durchgucken kann. Oh, das wird cool. Ist nur die Frage, wie wir die Treppe machen. Ich würde sagen. Ja, wird interessant. Wird definitiv interessant. Und wenn wir hier die Tür machen. Das wird noch ein ganz schönes Spielchen, falls ich hier eine Inneneinrichtung machen sollte. Hier kommt dann übrigens auch das dahin. Okay, ja, das wird definitiv interessant. Aber es hat was. Das kann keiner leugnen. So, hier kann man jetzt natürlich blöd durchgucken, aber das ist uns erstmal wurscht. Jetzt müssen wir den ganzen Bums hier nämlich irgendwie da dran connecten. Wir machen einfach mal hier mit den Blöcken so da lang. Und vielleicht machen wir hier überall nur Bedrock und dann könnten wir da die Treppe dran bauen. Das wäre natürlich eine Idee. Probieren wir einmal ganz kurz hier zwei Blöcke Bedrock hin. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so, einmal so, einmal bis ganz nach oben. Wie sieht das Ganze aus? Ja, ist in Ordnung. Hat was. Oder wir könnten so eine Galerie da draus machen. Das wäre natürlich auch echt Premium.
Naja, schauen wir mal. Hier, das schließen wir auf jeden Fall einfach ganz normal ab. Einfach mal mit Quarzblöcken dicht gemacht. Mal gucken, wie wir das dann am Ende hindeichseln. So, und dann hier noch einmal den Rahmen lang. Und dann können hier auch noch einmal Gläser rein. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht sogar noch bis hierhin. Und dann kümmern wir uns mal um den ganzen Bums von innen drinne. Ach, und es regnet schon wieder. Warum sollte es auch nicht regnen? Es regnet ja immer in diesem Spiel. Naja, ist jetzt erstmal wurscht. Hier, das kann man sogar im Prinzip wegmachen. Da kann sogar im Prinzip, kann der Quarz hin. Bis einmal ganz nach oben. So, wenn wir jetzt einen Treppenhauszugang hätten, von hier unten durch. Ach komm, die Säule kann weg. Die braucht doch eh kein Mensch hier drinne. Nehmen wir einfach mal an, wir hätten hier eine Wand langlaufen, bis hierhin. Wir kämen hier rein, hätten hier unseren Boden unten, hätten hier unseren Treppenhauszugang. Wo packen wir unser Treppenhaus hin? Ich muss ja schon mal ein bisschen vorplanen für die Inneneinrichtung. So, aber wir kommen dann hier im Prinzip oben raus, hätten dann hier so ein schönes Atelier, das geht. Hätten dann hier so einen offenen Raum, geht auch noch. Kämen dann hier raus, hätten hier ein Schlafzimmer, hätten hier einen Zugang zu einer großen Dachterrasse. Yep, das gefällt mir soweit. Hier oben kommt dann einmal ein Dach drauf. Vielleicht noch mit so einem kleinen Skylighter irgendwo drin. Vielleicht an dieser Stelle hier. Ja, das gefällt mir. Vielleicht symmetrisch damit. Mhm, das hat was. Bedeutet, wir packen hier jetzt Glasblöcke rein. Dann haben wir so ein kleines Skylight. Das hat immer was. Sieht ganz cool aus, meiner Meinung nach. Und dann kümmern wir uns mal hier hinten drum. Im Prinzip machen wir das, würde ich sagen, relativ simpel. Und zwar so wie auf der anderen Seite. Vielleicht, genau, wir packen das hier hin, packen wir Blöcke hin. Und packen dann da einfach Slabs drauf. Dann sieht das Ganze relativ passabel aus. Findet ihr nicht auch? Ja, es hat was. Es hat definitiv was, das Häuschen. Sieht cool aus. Jetzt muss das nur noch irgendwie schön beleuchtet werden und Inneneinrichtung und pipapo. Und dann wird das schon irgendwann werden. So, hier oben haben wir noch, hier hinten haben wir noch eine offene Wand. Ja, was machen wir mit der? Vielleicht machen wir das relativ cool und machen diesen nach innen versetzten Holzdings, machen wir hier durch. Lasst uns mal kurz ausprobieren, wie das Ganze aussieht. Ist natürlich jetzt relativ dunkel da drin, oder? Ja, das habe ich befürchtet. Von außen sieht das cool aus. Vielleicht können wir hier ja so relativ minimalistisch ein Fensterchen reinpacken. Ja, vielleicht machen wir das sogar so. Lasst mich mal kurz ausprobieren, wie das aussieht. Oh ja, das hat was. Das hat definitiv was. Hier fällt zwar nicht viel Licht rein, aber es ist vorhanden. Und das, was zählt. So. Nicht für ungut, aber ich glaube, ich muss das Tutorial an dieser Stelle beenden. Das nächste Mal kümmern wir uns noch um das Außendesign und pipapo und damit das Ganze auch schön in die Umgebung passt. Aber fürs Erste soll es das gewesen sein mit dem groben Haupthaus. Hier kann man jetzt echt viel mitmachen und dann würde ich sagen, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr neu dazu gekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, baut fleißig weiter. Ciao, haut da rein.